Liebe Zuschauer, heute ist Buß- und Bettag und aus diesem Grunde sind wir mit Superintendent Friedhard Vogel im Ruhestand verabredet. Herr Vogel, meine erste Frage natürlich, Buß- und Bettag in den Reigen der Feiertage der Kirchlichen einsortiert. Was ist er? Es ist ein Tag, der besonderen Gewissensüberprüfung dient. Heutzutage eine individuelle Überlegung, was ist bei mir in meinem Leben verkehrt, wo muss ich vielleicht umdrehen. Früher waren es ja öffentliche Buß- und Bettage, vielfach ausgeschrieben von den einzelnen Landesherren bei konkreten Nöten im Dreißigjährigen Krieg oder bei einer Hungersnot oder bei großen Unwettern. Da wurden öffentliche Buß- und Bettage ausgeschrieben, wo die ganze Bevölkerung dann eben um besseres Wetter oder um Rettung aus der Not bat. Und aus diesen vielen unterschiedlichen Tagen in den Regionen, in den Landesteilen, hat sich dann im Laufe 1853 bei der Eisenacher Konferenz der Kirchenleitungen und 1878 hat man dann auf die Einführung eines einheitlichen in allen deutschen Landen Buß- und Bettages am Mittwoch vor dem letzten Sonntag des Kirchenjahres, dem Ewigkeitssonntag, von vielen auch noch Totensonntag benannt. Der Buß- und Bettag und der Ewigkeitssonntag sind also mehr evangelische Feiertage eigentlich. Büßen und Beten klingt nach innerer Einkehr, nicht nach Feiertag. Das ist richtig. Es ist also kein Feiertag in dem Sinne, wo man sich's gut gehen lässt, sondern es ist ein ganz besonderer Tag, wo man vielleicht darüber ins Nachdenken kommt, was ist bei mir in meinem Leben verkehrt gelaufen, dass man über sein eigenes Leben nachdenkt, wo stehe ich, wie fasse ich mein Leben auf und was ist gut daran und was müsste ich vielleicht ändern. Aber ich denke, das ist nicht nur für den Einzelnen von großer Bedeutung, sondern gerade angesichts der täglichen Nachrichten täten wir gut daran, den Buß- und Bettag wieder mehr in den Blick zu bekommen. Was läuft in unserem Leben, im Leben der Bevölkerung verkehrt angesichts der ganzen Entwicklungen? Da wäre viel Überlegenswertes, aber offenbar ist dafür kein Platz. Konsumorientiert, spaßorientiert, das lenkt von den wirklichen Problemen ab. Schauen Sie in die Zeitung, das sind die Schlagzeilen. Volkstrauertag, Buß- und Bettag kommt nur am Rande vor, aber das stört offenbar eben eine Oberflächlichkeit. Buß- und Bettag, Sie sagten ja, es ist ein kirchlicher Feiertag, aber ich denke, dieses Innehalten und Nachdenken gilt eigentlich für alle. Genau, und deswegen halte ich den Buß- und Bettag auch für so wichtig. Allein der Freistaat Sachsen hat damals den Feiertag, diesen Tag als frei arbeitsfreien Tag beibehalten. Und alle anderen Bundesländer haben ihn gestrichen. Also ich hätte lieber andere Feiertage, wo man wirklich nur feiert, gestrichen und einen so für mich sehr wichtigen Tag, den hätte ich gelassen. Nicht, dass man nun ins Nachbarland fährt, eben um dort einzukaufen und diesen Tag als Feiertag nimmt. Da sind wir beim Thema, wie weit ärgert es Sie, dass die meisten Sachsen es ja doch eher vorziehen, nicht in sich zu gehen, sondern halt in die Nachbarbundesländer zu fahren, um einzukaufen? Ja, es ärgert mich schon, aber ich meine, das ist vielleicht ein falsches Wort. Ich bedauere praktisch Menschen, die also dafür keinen Blick mehr haben, mal nachzudenken über das eigene Leben, nicht? Also wie kurz es ist und was eventuell verkehrt läuft im eigenen Leben, aber ich denke auch im Leben unserer Gesellschaft. Ich halte gerade angesichts dieser Entwicklungen einen solchen Tag, wo man auch kollektiv nachdenkt in den Kommunen, in der Öffentlichkeit, für ganz wichtig. Gab es so den einen oder anderen Buß- und Bettag, der auch Sie verändert hat? Das kann ich so aus der hohlen Hand jetzt nicht sagen. Aber es ist ja seit 1983, als bei uns die Friedensdekade eingeführt wurde, ist es ja der Abschluss auch der alljährlichen Friedensdekade. Und da ist es auch schon ein besonderer Höhepunkt in diesen ganzen 10 Tagen, wo man vorher bedacht hat, etwa alles, was dient dem Frieden, dem persönlichen Frieden, dem Frieden in den Familien, dem Frieden in der Öffentlichkeit und dem Frieden zwischen den Völkern, dass man auch da am Buß- und Bettag diesen Abschluss feiert und weithin auch mit einem Abendmahlsgottesdienst, also mit expliziter Sündenvergebung und dann am Tisch des Herrn, wo man also gemeinsam teilnimmt als Versöhnte, als zum Frieden Bereite.
Was würden Sie den Menschen zum Buß- und Bettag gern mit auf den Weg geben? Auch wenn sie nicht in die Kirche gehen, was ich immer bedauere, aber ich denke, ein solcher Tag ist für mich auch sehr wichtig, auch mal als verordneter Tag, der im Kalender steht, der zum Nachdenken anregt, zum Überprüfen des eigenen Weges. Was muss, eventuell befinde ich mich in einer Sackgasse, habe ich noch eine Wendemöglichkeit oder was muss ich vielleicht für mich ganz persönlich ändern in meinem Verhältnis, in meiner Familie, zu den Kindern, zum Ehepartner und wo kann ich mich auch einbringen, was muss ich in meiner Kommune, da wo ich tätig bin, wo ich meine besonderen Aufgaben habe, wofür muss ich mich da einsetzen? Ich denke, auch ein solcher Tag bringt da viele Anregungen zum Nachdenken, Umdenken, Überdenken und vielleicht auch zur Veränderung. Ich glaube, dem ist wenig hinzuzufügen. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Danke ebenfalls.